Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum Dienstagsvlog. Na, Wochenende gut überstanden. Ja, also ich auf alle Fälle schon. Obwohl, bei mir ist heute Samstag. Schauen wir mal. Der ein oder andere hat es auf Instagram und Facebook schon gesehen. Wir hatten hier was zum Reparieren bzw. Nachrüsten hier. Das hat mein Vater gemacht. Einen großen Fendt. Da ist Isopus-Steckdose rangekommen. Und der Keilriemen vorne gewechselt worden. Ja, und was für ein Ding ist das? Ja, ich enthalte es euch nicht vor, steht direkt vor mir. Das Monstrum da. Ein Fendt 820 Vario DMS. So schaut das Ding aus. Hydraulische Oberlenke. Saisonkennzeichen. Im Winter war er nicht gefahren. Obwohl Winter, ich bin heute früh aus dem Haus rausgekommen, da hat es bei uns geschneit. Ist auch nicht schlecht. Im Mai, Schnee am 4. Mai. Ja, war was ganz was Neues. Auch nicht schlecht. Ja, so schaut das Viech auf alle Fälle aus. Frontzapfwelle, Fronthydraulik. Jo, das ist das Ding. Wie gesagt, da hat mein Vater eine Isopus-Steckdose nachgerüstet. Die wollte der Bekannte von uns da alle dran haben. Die hängt jetzt da hinten. Und im Motorraum vorne war es ein Keilriemen zu tauschen. Der war recht lose und kaputt. So ein Flachkeilriemen. Und ja, den hat er auch getauscht. Ich habe damit nichts weiter zu tun gehabt. Ja, wie schaut so ein Ding von innen aus? Schauen wir doch mal hoch. Aufstieg wie auf den Berg. Ah, sind wir droben. Ja, wie schaut das Ding aus von innen? Tja, Lenkrad, eine Haufen Knöpfe, Frontzapfwelle, Heckzapfwelle, Warnblinkschalter, Licht, mit dem kann ich gerade nichts anfangen. Tja, Bedienterminal, Joystick und auch 100.000 Knöpfe dran. Beleuchtung oben am Dach von Harsha Bordcomputer. Ich denke mal entweder Spritze oder Düngerstreue, irgend sowas in die Richtung. Hier oben dann ein Radio drin und die ganzen Einstellungen für die Lüftung. Eine Dachluke hat er auch. Da vorne ist dann noch mehr zum Lüften. Ja, so schaut das Ding auf alle Fälle von drinnen aus. Das Ding 7183 Stunden runter. Tja. Das Terminal. Maximalgeschwindigkeit, die er jetzt packt, 55 Stundenkilometer. Das ist ein großer Schlepper. 50er Babala hinten drauf. Der muss jedes Jahr zur Sicherheitsprüfung. Und ja, dann darf er auch 50 fahren. Wer es braucht. Ich brauche jetzt nicht. Ja, so schaut das Ding auf alle Fälle von hier innen aus. Auch mal nicht schlecht, den bin ich schon ein paar Mal gefahren. Gestern Probefahrt gemacht, hast du mal wieder reingefunden ins System. Geht eigentlich ganz einfach, brauchst nicht viel denken. Hast dann wie gesagt hier den Joystick und da ist unten ein Knopf dran. Na, mit der anderen Hand geht es besser und das wird wahrscheinlich jetzt nicht gehen. Ne, geht jetzt nicht, ist ja der Motor aus. Tja, da kann man die Gruppen auswählen. Meins wäre es jetzt nicht.
Mir wäre das schon wieder zu modern, aber gut, man kann damit arbeiten. Ja, wir können ja mal eine kurze Proberunde drehen, solange er noch da ist, bevor er wieder abgeholt wird. Und da wünsche ich jetzt einfach mal viel Spaß dabei. Druckluftbremse drin. Die Wildenten sind wieder zu Besuch. Tja, eigentlich wollte ich ja heute Kartoffeln stecken. Aber nachdem es jetzt geregnet hat und obendrein noch ein wenig Schnee dazu kam, lassen wir das mal lieber bleiben. Ich beschwere mich trotzdem nicht. Macht nichts, Niederschlag brauchen wir. Und jeder Tropfen ist wertvoll. Das hat uns das letzte Jahr gezeigt. Und die Kartoffeln, die können auch noch eine Woche warten. Gelernt bei den Maschinen mit dem Hebel hier wird normal nicht gebremst. Zumindest wenn ein Hänger dran ist, sollte man das nicht machen. Ah, der hat jetzt im Moment keinen Hänger dran, von daher ist es egal. Da kann man es schon machen. Aber normalerweise bremsen über das Bremspedal. Soweit mir bekannt ist, bei Fendt. Weil sonst bremst der Hänger normal nicht mit. Direkt voraus meine Wiese. Ich schätze mal noch 3-4 Wochen, dann können wir den ersten Schnitt machen. Heu. Silage machen ja nicht.
auch so gesehen, geht sich so eine Maschine natürlich recht angenehm. Eigentlich ganz entspannt. Ist halt eine moderne Maschine. Ich meine, wenn ihr jetzt überlegt, die Lautstärke in der Kabine drin. Um Welten besser als jetzt zum Beispiel beim IHC. Und natürlich ein ganz großer Unterschied im Vergleich zu meinem KL300 oder KL15. Ist nicht zu vergleichen. Da geht was. Tja. Bremse ziehen. Motor aus. Tja, so läuft das Ding. Tja, so schaut dieses Fahrzeug auf alle Fälle aus. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Einige haben ja eh schon unter Instagram-Beitrag geschrieben gehabt. Mensch, kommt der dann auch im Video, haben wir gedacht, naja, dann bringe ich ihn halt mit. Auf alle Fälle interessanter, mal so ein Ding zu fahren. Ich meine, ich habe eh schon einige Schlepper fahren können. Gerade durch den Vorteil, weil halt hier immer einiges herkommt, was dann mal repariert wird oder wo was umgebaut wird oder nachgerüstet. Ich habe die Möglichkeit gehabt, dann Fast Track zu fahren und. Also, da kommen andere ihr Leben lang nicht hin. Hat schon so gewisse Vorteile. Und ja, den hatten wir schon mal vor Jahren da. Da war schon mal was dran zu machen. Und jetzt halt wieder. Und die Gelegenheit muss man natürlich nutzen. Wenn man es doch mal machen kann. Eine Probefahrt. Ja. Läuft auf alle Fälle. Wie gesagt, das ist halt der 50er Schlepper. Aber er fährt. Was halt wie gesagt ist, bei den 50er Schlepper, die haben jedes Jahr eine Sicherheitsprüfung. Und da muss dann dieses Babbel da hinten drauf. Tja, und dann kannst du wieder fahren. Die müssen halt immer überprüft werden. Ja, hinten dran hat er dann die Hitch unten. Zugmaul, wie es halt am IHC auch ist, vielleicht ein wenig massiver ausgelegt noch. Zwei richtig große fette Hydraulikstempel. Mehrere Anschlüsse. Dann wie gesagt den hydraulischen Oberlenker, der kann da hüben auf dem Kotflügel gesteuert werden und da kannst du natürlich dann auch deine Unterlenker steuern und die Zapfwelle vom Schlepper. Beleuchtungstechnisch ist der ganz gut ausgerüstet, da ist genug Licht dran, da kann es dann durchaus auch mal spät werden. Ja, normalerweise ein Frontlader hat er noch montiert. Da ist ein Typenschild. Steht gar kein Baujahr. Ich glaube, da hat mein Vater was gesagt, das ist im Motorraum vorne, da hast du das Baujahr dann mit. Ja, vorne natürlich dann auch. Fronthydraulik absenken, aufheben. Und da ist nur ein einfacher Oberlenker.
Wenn ich mir so angucke, es dürfte zwar K2 sein, aber der wird sich auch ganz gut am Kramer hinten dran machen. K2 Oberlenker am Kramer. Genau. Ja. So schaut das Ding auf alle Fälle aus. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Und nicht, dass es da heißt, habt ihr wieder einen da gehabt und wir konnten ihn nicht angucken und wir haben nicht ein Video gesehen. Ja, auf alle Fälle vom Größenvergleich viel höher wie der IHC ist er nicht. Zumindest nicht von der Gesamthöhe, bloß von der Sitzhöhe her macht es doch ein bisschen einen Unterschied. Und der IHC steht ja hier drüben, momentan mit dem Holzspalter, mit 20 Tonnen Posch. Und ja, ich meine, wie gesagt, Komfort ist hier nochmal einen ganzen Ticken besser. Der hat eine luftgefederte Kabine, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Also ist auf alle Fälle ein deutlicher Unterschied. Der IHC hat einfach nur ein paar so Gummipuffer drunter. Da merkst du die Schläge natürlich schon leichter. Und die Krame, wenn du hast, da hast du halt nur den Sitz, der federt, und die Reifen, je nachdem, wie viel Luft drauf ist. Aber die alten Dinger gehen genauso. Für uns wäre so eine Maschine hier einfach viel zu groß. Ich hätte ja nicht einmal eine Maschine, die ich hinten ranhängen kann. Also der Schlepper da wäre mit unserem Flug hier hinten definitiv unterfordert. Definitiv. Und das wird so die mitunter leistungshungrigste Maschine sein, die wir auf dem Hof hier haben. Ja, und weil es da auch hieß, unter einem Video, ja, mit dem Flug, weil der so scheiße drinnen steht, wir hätten den schon lange in irgendeinem Unterstand, das hätte doch gereicht, eingeölt und irgendwo in einen Unterstand reingeschoppt. Klar, das möchte gehen, aber A, ich habe keinen Unterstand, wo der reinpasst, und B, er war immer in der Halle, früher halt hinten in der Halle, mittlerweile hat halt jeder Auto. Früher war der Gruppe A nicht unten beim Mähdrescher, stand auch hier oben in der Halle. Da war der Gruppe da draußen bei den Holztoren. Und der Gruppe stand früher in dem zweiten Holztor und der Pflug stand hinten im letzten Holztor da. Aber nachdem jetzt mittlerweile jeder Auto hat, tja, ist halt ein bisschen Platz verloren gegangen, ganz klar. Im Carport da oben drin parke ich. Die Garage oben, die ich früher hatte, hat mein Bruder. Da drin steht normalerweise der Bus. Da innen steht dann der blaue Smart von meiner Schwester. Und hinten drin steht dann noch der Roadster von meinem Vater. Ja, und so ist halt ein bisschen Platz verloren gegangen. Und dann musst du halt Alternativen suchen. Und dann hast du halt solche Sachen wie den Kultivator, der an der Decke hängt. Übrigens nochmal hier an dieser Stelle. Die BG hat es so abgenommen, das ist in Ordnung. Der kommt nicht einfach runter, der fällt niemanden auf den Kopf. Ja, und dann kommen halt auch solche Sachen, dass du den Flugverkehr drum mit dem Kran hier reinhebst. Und klar, da mögen manche Leute sagen, wieso macht man das so bescheuert? Ja, wir haben halt nun mal den Deckenkran. Und wenn der nun mal da hinten so reinpasst, dann wird es halt so gemacht. Da steht er gut, da steht er trocken, da steht er nicht im Weg. Und was will man mehr? So. Klar könnte ich den jetzt irgendwo draußen deponieren, aber warum sollte ich? Ich kriege ihn hier rein, dann ist es halt ein wenig aufwendig, ihn herauszuholen. Bloß für die Kartoffeln war es halt immer ein Riesenschmarrn, den Pflug da herauszuholen. Zumal für die Kartoffeln brauchst du nie so tief ackern. Ich brauche bei den Kartoffeln keine 30 cm ackern und dann hole ich den großen Pflug raus und stelle ihn so ein, dass er bloß ein paar Zentimeter in den Boden reingeht. Quasi mehr oder minder ja bloß die Oberfläche schält. Klar, mein Eicherpflug hat jetzt auch ein wenig mehr gemacht, aber trotzdem. Von daher, wie gesagt, ich brauche hier knapp eine Stunde, bis der draußen ist. Du musst alles freiräumen, nah an den Kran hängen, vorsichtig da hinten rausheben, bis du dann halt einmal gedreht hast und dann steht der hier. Dann kannst du da eine IHC anhängen, kannst rausfahren. Ja, dann kannst du ackern. Das Ackern dauert mit dem Flug hier, wenn es hochkommt, vielleicht 10 Minuten. Gerade dazu muss ich aber dann alles umstellen, weil der soll ja dann eine geringere Tiefe haben. Der soll ja nicht die normale Ackertiefe haben, sondern dann bloß die geringere Tiefe. Dann darf ich erst alles einstellen. Dann ackere ich meine 10 Minuten da und dann räume ich ihn wieder auf. Das ist Schwachsinn. Das ist das. Das eine Jahr hatten wir dann nochmal einen Beetpflug vom Bekannten. Den haben wir ausgeliehen gehabt. Und jetzt habe ich, wie gesagt, den kleinen Eicherpflug. Und an alle, die da das sagen, das ist doch ein Schmarrn, wieso nimmt man denn den großen? Ja, die kleinen Bulldog, wenn sie doch funktionieren, dann kann man es doch mit denen auch machen. Außerdem hat es mir Spaß gemacht. Von daher ist es doch alles vollkommen legitim. Und der große Krone hier, der kriegt auf alle Fälle im Herbst seinen Einsatz.
Mal mein Feld, da waren wir gerade draußen, habe ich aber nicht gefilmt. Vater hat noch eine große Probefahrt mit dem Schlepper da gemacht und geguckt, ob alles läuft. Da waren wir eben auf einem anderen Feld in Pitzmannsberg draußen. Und da hat er schon gesagt, also ja, die Grenze, man erkennt sie grob. Bloß das muss dann definitiv alles geackert werden. Momentan steht da das ganze Feld voll mit einer Wiese und Löwenzahn. Also das könntest du jetzt eigentlich abmähen und wunderbar als Viehfutter nutzen, ja. Das wäre dafür optimal geeignet. Bloß das muss ja dann alles geackert werden und das mache ich definitiv nicht mit meinem Eicherpflug, das ist ganz klar. Und mein Feld da unten, da wenn der Weizen dann auch mal weg ist und das wird wieder untergeackert, das machst du definitiv auch mit einem großen Pflug. Da gehst du auch nicht her und machst das mit einem kleinen Eicherpflug. Ich meine, ich stelle mich nicht stundenlang noch und acker dann hin und her. Freilich macht es Laune einmal, ja, wenn du 2-3 Stunden da einfach damit verbringst, immer wieder den Flug hier in die eine Richtung, in die andere Richtung und wenden. Weil am Anfang macht das mit Sicherheit, aber ich sage mal, eine Fläche von 1,1 Hektar, die, wenn du dann ackern musst, mit einem Zweischare, mit einer Arbeitsbreite von, was werden sein, 70 cm vielleicht, da bist du ein bisschen drüber, 70, nee, waren vielleicht sogar 80 cm gewesen, so, ich habe es nicht gemessen. Bloß du bist ein bisschen drüber und da bist du mit dem da, mit die 1,20 Meter doch ein wenig schneller und vor allem ein wenig sauberer das Ergebnis, ist ganz klar. Der hat Messersicht dran, dieser Pflug da der hat die großen Flugkörper dran und wendet alles richtig. Also warum soll ich da dann mit dem kleinen arbeiten? Bloß fürs Kartoffelbeet, für die 0,03 Hektar, die wo das jetzt waren, also da brauche ich definitiv nicht den großen, das ersparen und deswegen habe ich den kleinen gehabt. Tja Leute, das war's dann für dieses Video. Bei mir ist schon wieder Montagabend mittlerweile. Ja, am Wochenende ist noch ein bisschen was passiert. Wir hatten am Samstag früh Schneefall, also wie gesagt, ein bisschen surreal. Da kommst du zur Garage raus, überall die Bäume in voller Blüte. Und was siehst du? Dicke, fette Flocken, die vom Himmel kommen. Klar, liegen geblieben ist natürlich nichts, aber... Ist doch interessant, 4 Grad im Mai und Schnee. Mal was anderes. Ja, Kartoffeln sind natürlich noch nicht gesteckt, weil bei Regen geht das nicht. Und wenn der Boden zu feucht ist, dann schmiert es bloß unheimlich, macht keinen Sinn. Deswegen sind die noch nicht drin. Ansonsten, ja, ich habe ganz normal meine Viecher jetzt dann immer gemacht und habe Futter aussortiert am Samstag. Und vorhin war ich mit dem Kramer noch unterwegs. Da war ich noch bei meiner Bekannten, von der ich noch Heu kriege. Ich habe jetzt aber was ausgemacht für dieses kommende Wochenende. Werde ich wahrscheinlich Freitagnachmittag nach dem Hufschmiedtermin einmal hochfahren mit dem IHC und mit dem Kipper. Und werden wir mal Heu gar holen. Ja, mal gucken, ob es zeitlich alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Auf alle Fälle habe ich sie jetzt einmal involviert, dass sie Bescheid weiß. Und dann passt die Sache auch. Ja. Ansonsten, ich bin jetzt einige Male gefragt worden, warum ich das so bescheuert unten am Feld gemacht habe, warum ich da der Weizen wachsen lasse und dann agge ich den rein und fräse den rein. Und da haben sich einige furchtbar aufgeregt, warum ich das so gemacht habe. Ja, der Grund ist, wie gesagt, der ganz einfache. Der Weizen musste im Herbst rein. Wir haben eine Frist, am 15. Oktober muss bei uns gesät sein auf dem Acker. Das ist Stichtag. Wir haben Erosionsklasse 2 bzw. Wasser 2 im Feld. Das heißt, im Winter muss begrünt sein, sonst wäre bei Regen oder Schneefall die Erosion des Bodens so stark, dass der davon spült. Deswegen muss begrünt sein, egal mit was. Das interessiert die nicht, aber es muss begrünt sein. Und das ist wie gesagt Stichtag, immer der 15. Oktober muss die Saat drin sein. Und ja. Wir haben Weizen angesät und es wird keinen Sinn machen, auf die 0,03 Hektar da irgendwas anderes anzubauen, wie Grashalm oder sonst irgendein Käse. Du sähst mit der Sämaschine einfach durch und dann wächst halt nun mal auf dem ganzen Feld Weizen. Und dann wird halt der Weizen untergeackert und mit der Fräse dann gefräst. Dann ist er eine super Gründüngung und da kommen die Kartoffeln rein. Das wird bei uns schon seit, ich weiß nicht, 50 Uhr, 60 Uhr, 70 Uhr oder was so gehandhabt, ist immer schon so gemacht worden für die Kartoffeln. War noch nie anders.
Wir müssen so arbeiten. Es ist früher schon so gemacht worden. Der Weizen dient mir hier jetzt, wie gesagt, als Gründünger. Und was will ich mehr? Passt doch. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Warum, wieso und weshalb? Klar, man hätte auch hergehen können und hätte ein Stück dann irgendwann nochmal grubbern können. Und da hätten wir ein Stück vielleicht noch mit Mulcher bearbeiten können oder sonst was. Alles möglich, aber warum soll ich 20 Arbeitsschritte machen, wenn es mit zwei auch geht? Ich agere es rum und ich fräse es nein. Ich hätte natürlich auch hergehen können. Hätte das Feld dann erst mulchen können. Hätte das Feld dann ackern können. Hätte das Feld vielleicht noch grubbern können. Hätte das Feld vielleicht dann gefräst oder was. Aber so habe ich geackert. Mit meinem kleinen Pflug. Da hat die Einstellung natürlich nicht gepasst. Vorschäler hat er nicht gehabt, deswegen war es nicht ganz drunter. Und ja, dann mit der Fräse drüber und dann ist das Material auch zerkleinert. Der Weizen ist so weit zerkleinert, das Wurzelwerk, der wächst nicht weiter. Der ist zerstört. Der stirbt jetzt ab an der Stelle und wird, wie gesagt, dann als Gründünger für die Kartoffeln. Von daher ist mir das doch eigentlich gleich. Hauptsache, der ist mit eingearbeitet und Hauptsache, ich kann die Kartoffeln dann da pflanzen. Und das Ziel habe ich erreicht. Und wenn die Kartoffeln dann drin sind und wieder wachsen, ich meine, was will ich dann mehr, ne? Von daher, lasst mich das mal so machen, wie ich das mache. Das passt schon. Ja. Zum Video, wie gesagt, zum letzten Video dort. Der kleine Kramer hat es, wie gesagt, wunderbar gezogen, den Flug. Hätte ich selber nicht gedacht. Und ja, auch die Fräse hat wunderbar funktioniert und es ist nicht zum Quälen gewesen von dem Schlepper, sondern der sollte einfach mal richtig arbeiten, dass er richtig einläuft, der Motor. Das war wichtig. Ich meine, ich kann einen Schlepper schon herrichten, kann den Motor komplett überholen und kann ihn dann einfach gar nicht einsetzen und fahre da damit bloß spazieren. Brauche mich aber dann nicht wundern, wenn die Kolben verglasen und irgendwann spuckt er mir dann Öl bzw. racht blau, eben weil die Kolben verglast sind. So ein Schlepper ist gebaut worden zum Arbeiten und genau das hat er da gemacht. Und da ist er mal richtig heiß geworden und da hat sogar der Kühler gedampft gehabt, weil er so heiß geworden ist. Macht aber dem Schlepper überhaupt nichts, dafür ist er da. Das muss er können, das muss er ab. Und wie man gesehen hat, das hat er gekönnt. Von daher, alles prima. Ja, und dann noch was anderes. Ich bin gefragt worden, ob die Fläche eigentlich uns gehört. Und ich habe ja schon mal gesagt, ja, wir haben ja das Feld da unten und ich habe ja das und das und Zellfeld. Ich wollte eigentlich das andere draußen im Betzberg noch zeigen, aber bin ich jetzt nicht dazugekommen, hat nicht geklappt. Die Felder gehören uns. Allerdings, das muss ich ehrlich gestehen, habe ich selber nicht mehr dran gedacht, bei der Fläche da unten ist es so, die unterhalb vom Grundstück, das ist gar nicht ganz unsere Fläche. Sondern da gehört ein Teilstück eigentlich ein paar Bekannte von uns, von denen mir das Stück Feld, diese 0,5 Hektar oder was das sind, gepachtet haben. Die ganze Fläche hat 2,71 Hektar, davon gehören 2,2 Hektar uns und 0,5 Hektar gehören denen. Und die haben wir zugepachtet für einen ganz günstigen Betrag im Endeffekt, Jahresbeitrag. Ich sage jetzt den Preis nicht, weil dann schlagen gleich ein paar die Hände über den Kopf zusammen. Bloß da gehört ein Teilstück oben her gar nicht uns. Ja, und da sieht so aus, da werde ich jetzt wohl doch einmal, das hat mich mein Vater drauf gebracht, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, dass es ja nicht unsch ist, da werde ich einmal runtergehen. Wir haben das Feldstück jetzt bestimmt schon seit, boah, also ich schätze mal 30, 40 Jahre mit Sicherheit schon, um wir das bewirtschaften. Und da werde ich mich einmal erkundigen, wie das eigentlich ausschaut. Nicht, dass das eventuell irgendwann als Bauland ausgewiesen wird oder weiß der Teufel, vielleicht wenn denen ihre Kinder dann einmal sagen, die wollen es nicht mehr und stoßen es dann ab oder was. Vielleicht, dass ich das Teilstück da, diese 0,5 Hektar noch dazu kaufen kann, dann hätte ich eine komplette Fläche, die mir gehört. Ja, da müsste ich ja mal die Verpächter fragen, wie das ausschaut. Vielleicht gibt es da wie so einen Pachtkauf. Mal gucken. Muss ja mal mit Ihnen drüber reden. Vielleicht lässt sich da was machen. Gut, das war es jetzt aber dann für dieses Video. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Mal gucken, was bis dahin passiert. Bis dahin, bis die Tage. Servus la.